Die USA fordern von Chinas Regime die sofortige Freilassung des Geologen Dr. Xu Feng. Xu ist amerikanischer Staatsbürger und legte letzte Woche in Peking Berufung gegen seine 8-jährige Gefängnisstrafe ein. Ihm wird Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Repräsentanten der US-Botschaft durften nicht an der Anhörung teilnehmen. Ein Botschaftsmitarbeiter wartete vor dem Gericht. Wir haben formell ersucht, an Dr. Xus Anhörung teilzunehmen, um ihm konsularische Unterstützung zu bieten, gemäß der konsularischen US-China-Abmachung von 1980. Das oberste Volksgericht in Peking wies dieses Ansuchen ab, ohne Erklärung. Wir haben beim Außenministerium einen formalen Protest eingereicht und warten auf eine Antwort. Dr. Xu wurde im Jahr 2007 verhaftet. Er arbeitete damals bei einem US-amerikanischen Energieberatungsunternehmen. Laut Chinas Regime habe er durch den Verkauf einer Datenbank über Chinas Erdölindustrie Staatsgeheimnisse preisgegeben. Doch Xu sagt, dass diese Datenbank damals öffentlich war und erst nachdem er sie erworben hatte, als Staatsgeheimnis klassifiziert wurde. Im Juli 2010 wurde Xu zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Wir fordern das Hohe Gericht und die chinesische Regierung auf, im Verlauf von Dr. Xus Berufung Fairness und Transparenz zu gewährleisten. Dr. Xu ist bereits seit über 3 Jahren in Haft. Wir fordern die Chinesen auf, Dr. Xu freizulassen und sofort zu deportieren, sodass er in den USA seine Familie wiedersehen kann. Chinas Regime ist bekannt für vage Gesetze in Bezug auf Staatsgeheimnisse. Laut Menschenrechtsaktivisten werden diese oft benutzt, um Regimekritiker zum Schweigen zu bringen.